Inhalt: 1. Ein Vereinviertelrung. 2. Zahnfleischerkrankungen und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit. 3. Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in Europa. 4. Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in der Thainviertlerkei. 5. Preisunterschiede zwischen Europa und der Thainviertlerkei. 6. Fazit und Empfehlung. 1. Ein Vereinviertelrung. Zahnfleischerkrankungen sind ein häufiges Problem, das viele Menschen betrifft. Sie können zu Problemen wie Zahnverlust, Mundgeruch und sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen vereinviertelren. Daher ist es wichtig, diese Erkrankungen vereinviertelzeitig zu erkennen und zu behandeln. In Europa und der Thainviertlerkei gibt es unterschiedliche Ansätze zur Behandlung von Zahnfleischerkrankungen, die sich auch in den Preisen widerspiegeln. In diesem Video werden wir die Ökonomie der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in Europa und der Thainviertlerkei genauer unter die Lupe nehmen. 2. Zahnfleischerkrankungen und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit. Zahnfleischerkrankungen können verschiedene Formen annehmen, darunter Gingivitis und Parodontitis. Gingivitis ist die Zahnviertelndung des Zahnfleisches, die durch Zahnbelag verursacht wird. Wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird, kann sie sich zu Parodontitis entwickeln, einer ernsteren Erkrankung, die den Zahnhalteapparat angreift und zu Zahnverlust vereinviertelren kann. Darüber hinaus gibt es Studien, die einen Zusammenhang zwischen Zahnfleischerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzeigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Zahnfleischerkrankungen vereinviertelzeitig zu behandeln und regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen wahrzunehmen. 3. Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in Europa. In vielen europäischen Ländern wird die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen von zahnärztlichen Praxen angeboten. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von der professionellen Zahnreinigung bis hin zu chirurgischen Eingriffen wie der Parodontalbehandlung. Die Kosten vereinviertelt die Behandlung können je nach Land und Umfang der Erkrankung variieren. In Deutschland zum Beispiel vereinviertelt die Krankenkasse einen Teil der Kosten vereinviertelt die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen, während in Ländern wie Italien oder Frankreich die Patienten die Kosten selbst tragen vereinviertelt. 4. Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in der Thainviertlerkei. Die Thainviertlerkei hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ziel vereinviertelter medizinischer Tourismus entwickelt, darunter auch vereinviertelter die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen. In der Thainviertlerkei gibt es viele zahnmedizinische Kliniken und Praxen, die moderne Behandlungsmethoden anbieten. Die Kosten vereinviertelter die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in der Thainviertlerkei sind im Vergleich zu vielen europäischen Ländern deutlich vereinviertelnstiger. Dies liegt zum Teil an den niedrigeren Lebenshaltungskosten in der Thainviertlerkei und an der Tatsache, dass zahnärztliche Behandlungen dort oft vereinviertelnstiger sind als in Europa. 5. Preisunterschiede zwischen Europa und der Thainviertlerkei. Die Preisunterschiede zwischen der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen in Europa und der Thainviertlerkei können erheblich sein. Während eine Parodontalbehandlung in Deutschland beispielsweise mehrere hundert Euro kosten kann, liegen die Kosten vereinviertelt dieselbe Behandlung in der Thainviertlerkei oft deutlich darunter. Dies macht die Thainviertlerkei zu einer attraktiven Option vereinviertelt Patienten, die hochwertige zahnärztliche Behandlung zu erschwinglichen Preisen suchen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Qualität der Behandlung in der Thainviertlerkei genauso hoch sein kann wie in europäischen Ländern, solange man sich vereinviertelt eine seriöse und erfahrene zahnmedizinische Einrichtung entscheidet. 6. Fazit und Empfehlung. Die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen ist ein wichtiger Teil der Mundgesundheit und kann erhebliche Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit haben. In Europa und der Thainviertlerkei gibt es verschiedene Ansätze zur Behandlung von Zahnfleischerkrankungen, die sich auch in den Preisen widerspiegeln. Während die Behandlungskosten in Europa oft höher sind, können Patienten in der Thainviertlerkei hochwertige zahnärztliche Behandlung zu deutlich vereinviertelnstigeren Preisen erhalten. Es ist wichtig, sich vereinviertelnd zu informieren und eine gut etablierte zahnärztliche Einrichtung zu wählen, um die bestmögliche Behandlung zu erhalten.
Am Ende des Tages zahlt die Gesundheit und das Wohlbefinden, und es ist wichtig, die bestmögliche Behandlung für ein Viertel der Zahnfleischerkrankungen zu erhalten, unabhängig davon, ob man in Europa oder der Teil ein Viertel lebt.